Konstantin Oldenburger. Ja, willkommen zu einem Update. Schauen uns den Aktienmarkt oder die Indizes nochmals an. Wir waren in diese Woche eher zurückhaltend gegangen, beziehungsweise ja, wollten uns nicht locken lassen in dem Falle vom Markt und erstmal abwarten, wie sich die aktuelle, ja, dieser freundliche Handelsstaat eben dann weiterentwickelt. Und wir haben gestern ja interessante Kursverläufe gesehen. Der DAX hat seinen Hochpunkt eben im Bereich 540 tatsächlich gesehen. Wir haben dann eben den Rückwärtsgang erstmal eingelegt. Heute ein Tief erstmal gebastelt mit einer Gegenbewegung. Dazu dann gleich mehr. Und im US-Markt haben wir gestern, wenn man die Tageskerzen, also Daily-Kerzen, sich anschaut, haben wir ja schöne, interessante Shooting-Stars, die dort ausgebildet wurden. Und ja, an dieser Situation oder an dieser Stelle, wo wir uns aktuell im Markt befinden, durchaus erwähnenswert. Und ja, das werden wir dann ebenfalls gleich nochmal anschauen. Okay, also der Markt, den wir sehen, Germany 30, dazu haben wir im Moment folgende Gedanken. Also es geht darum, ob der Markt dementsprechend mit diesem neuen Hoch im Bereich 540 dann einen Impuls eben fertiggestellt hat. Das würde bedeuten, dass wir ja erstmal den Rückwärtsgang einlegen. In einem schlechten Fall würde der Markt dementsprechend, also für die Bullen, würde der Markt möglicherweise sogar nochmals in den Bereich 10,8, 10,7 zurückfallen, bevor dann eben ein weiterer Anstieg dann folgen kann. Die zweite Option ist, dass wir ja innerhalb dieses Anstieges eben vom 8. Februar tief ein Stück weit eben eine Korrektur benötigen. Das bedeutet, dass wir entweder diese komplette Strecke erstmal nur korrigieren, also möglicherweise dann in Richtung des 61er Retracement, dass man sich das Ganze im Prinzip so in etwa dann vorstellen kann. Das wäre eine Option. Oder eben, dass das Ganze so verläuft, dass wir mit dem Tiefpunkt eben vom 15. arbeiten, dass der Markt eine kleinere Korrektur benötigt. In dem Falle, dass wir in Richtung 215 laufen. Also wir können diese Zone 215 bis 125 auf jeden Fall uns schon mal vormerken als wichtige Marke, auch dann später für einen möglichen Konter dann der Bullen. Okay, aktuell für den Intraday-Verlauf ergibt sich für den heutigen Tag eine interessante Short-Situation. Wir haben praktisch hier diesen Abverkauf von gestern. Man kann eben mit dem Hochpunkt von gestern arbeiten, indem man einen Fibo so setzt. Aktuell diese Gegenbewegung ist am 61er Retracement hier gescheitert. Und solange das der Fall ist, beziehungsweise das Hoch vom Vortag nicht überschritten wird, dann haben wir diesen Bärlauf eben aktuell, dass wir dementsprechend diese Korrektur erstmal fortsetzen. Erste wichtige Marke haben wir hier den Hochpunkt vom 5. Februar, dass wir den eben von oben kommt, dann nochmals taxieren oder dann sehen im Bereich etwa bei 390 dann aktuell. Okay, soweit dann die Situation im DAX für ein größeres Bild, beziehungsweise was wir gestern besprochen haben, einfach das Video vom Vortag nochmals anschauen. Okay, wir kommen dann zum US-Markt, da ebenfalls ein Hochpunkt gestern, genau bei 26.242. Seit diesem Hoch haben wir eben eine ordentliche Korrektur hingelegt, knapp 250 Punkte in der Spitze aktuell. Die Tageskerze, von der ich vorhin sprach, die können wir uns mal hier live anschauen. Oder ich nehme einen frischen Chart, um einfach hier das nochmals zu zeigen. Ja, hier ist der Shooting Star, von dem ich spreche.
den wir gestern etabliert haben. Also in dem Bereich, aufgrund der Widerstände, dafür ebenfalls einfach das Video von gestern anschauen, ist hier diese Kerzenformation nicht uninteressant. Also im Prinzip deutet die an, dass die Käufer gestern eben trotz positiver Eröffnung und positiven Handels ja nicht mehr willig waren, das hier aufrechtzuerhalten. Sie haben verkauft oder dann dementsprechend abgegeben. Und dieser Shootingstar ist dabei herausgekommen. In der Regel eben eine Umkehrkerze. Allein die Kerze an sich macht noch nichts aus, aber in dem Widerstandsbereich durchaus interessant, sich diesen auf jeden Fall mal anzusehen. Okay, ansonsten, genau, es geht darum eben, ob wir diesen Impuls eben ausgehend vom Weihnachtstief, ob wir diesen beendet haben, wenn das Ganze an sich beendet ist, also ein Impuls komplett durchgelaufen ist, dann haben wir eine Dreierbewegung vor uns, ja, die Minimum 50% dieses Anstieges dann retracen sollte. Dieses 50% Retracement wäre im Dow aktuell bei 23.872, also knapp 2.000 Punkte Abwärtspotenzial vom aktuellen Kursniveau, um eben diese Korrektur dann abzuarbeiten. Eine kleinere Korrektur würde sich ergeben, wenn wir bereits in einer Welle 3 sind und die eigentliche Korrektur bereits hinter uns haben, die dann relativ sachte verlief, dass wir hier dann diese Zwischenkorrektur, dann würde praktisch nur dieser letzte Anstieg korrigiert werden. Hierzu habe ich schon mal diesen kleinen Fibo eingezeichnet, also das Tief vom 8. Februar und das gestrige Hoch miteinander verbunden. Und in dem Falle wäre also als Minimum-Idee, ausgehend eben vom gestrigen Hoch, eine Dreierbewegung in etwa so zu erwarten. Also als Retest eben des Hochpunktes, hier dieses Hochs im Bereich 25.400, also dem 61er Retracement. Das wäre die Idee für die kommenden Tage, also wie bereits gestern besprochen. Das Ganze würde negiert eben über dem Tageshoch von gestern, im Idealfall sogar einem Tagesschluss. Und auch für heute, wenn man sich hier diesen Abverkauf anschaut, so hat man möglichst eben diesen ersten Schub. Was man hier intraday machen kann, wäre einfach diesen Fibo hier ziehen. Im Idealfall sollte sich der Markt heute innerhalb dieses Retracements hier bewegen. Also wenn der Markt hier nochmal hochkommt, dann wäre das hier eine Short-Chance mit dem Kontrolllevel eben auf dem gestrigen Hoch. Ansonsten kann man auch mit dem Markt gehen, sprich wenn es neue Tiefpunkte gibt, dass man die dementsprechend mitverkauft für diesen tieferen Rücksetzer dann. Kontrollpunkt, wie gesagt, gestriges Hoch für diesen Markt. Aber an sich die Situation von gestern wurde erstmal bestätigt und somit gehen wir weiter davon aus, dass wir hier etwas tiefer handeln in den nächsten Tagen, also seitlich bis tiefer. Okay, soweit dann die Updates. Vielleicht nochmal einen Blick auf WTI, das war gestern der größte Tagesverlierer. Im WTI folgende Situation, dass wir eben hier an einem Ausbruch gearbeitet haben über dem Februarhoch. Das Ganze ist so mittelmäßig geglückt oder aktuell tut sich der Markt eben schwer. Es ist eben hier die Gefahr, dass das hier ein Fehlausbruch wird. Das bedeutet, dass das entweder eine Welle B oder eine 5 eben dann war. Aber wenn es eine Welle B ist, haben wir folgende Situation, dass wir hier einen Abverkauf benötigen, Minimum bis 51. Im Idealfall gehen wir in diese Retracement-Zone rein. Also so würde das dann in etwa aussehen. Sollte das der 5er Impuls gewesen sein, dann haben wir hier eine solche Situation, die dann ansteht. Hier wäre dann das perfekte Ziel, das 61er Retracement von diesem kompletten Anstieg. Also irgendwo im Bereich 47, hier über unseren Cash-Kontrakt. Okay, das wären dann die Unterschiede und das
gestrige Handeln schauen wir uns nochmals an, und zwar auch hier die Kerzenformation erstmal. Also wir haben hier ebenfalls eine Art Shooting Star am letzten Freitag gesehen. Gestern eben dann genau diesen Follow-Through, also sprich, dass es tatsächlich bestätigt wurde. Und wir haben im Stundenchart einen möglichen Fünfer abwärts. Also der Fünfer wäre in etwa so, also sprich ein Impuls. Der ist entweder fertig oder wir arbeiten jetzt gerade an der 4, sodass wir im Laufe des heutigen Handels und morgen ein neues Tief erleben werden. Im Prinzip dann hier in diese Zone hinein. Also das hier ist erste große Support. In diese Zone sollte dann die Welle 5 letztendlich laufen. Oder eben sie ist schon durch, der erste Impuls. Dann kann man wie folgt vorgehen, dass man diesen Abverkauf gestern nochmals mit einem Fibo versieht, um einfach sich an den Retracements dann zu orientieren. Zack, hier können wir dann unseren Wunschbereich so. Das wäre dann die perfekte Zone, wo man den Ölpreis in dem Falle abfischen kann. Für den Short mit der Kontrolle eben auf der Oberseite sollte das Hoch eben vom Freitag rausgenommen werden. Ja, gilt es erstmal, die Short-Aktivitäten auszustellen, dann wird es weiter nach oben gehen. Ansonsten, wenn das Hoch hier drin bleibt, ist das die perfekte Short-Chance mit einem hervorragenden Risiko, das man hier hat und das man dann auch gut kontrollieren kann. Okay, aber genau so sollte das sein. Impuls runter in die Retracements und dann dementsprechend in die Richtung fortgesetzt. Okay, prima, dann soll es das für den heutigen Tag gewesen sein. In dem Fall erstmal Good Trades, viel Erfolg und Ade.